Hey, hier, guck mal. Hau ab! Was? Du hast mich schon verstanden? Bevor du Hunger hast, gibst du mir meine 5 Mark zurück, nicht? Verpiss dich! Verkünste Mord, Christa! Dreckhaufen Arsch! Gucke, Benzin! Hallo, Doris! Hey, du bist so eine Drecksau! Du bist doch ganz genau das, was du rüberziehst! Tja, Erbsensuppe! Du hättest einfach nicht klingeln dürfen! Ach, leck mich! Kann ich doch nicht wissen, dass du die Bude verrammelst und die Gaspulle aufdrehst! Ey, du bist dämlich! Das weiße Kind! Was denn? Na, bei Jahrsgeruch nicht klingen! Aha! Verstehe ich nicht, ja! Und warum weiß ich das nicht? Ich war der Hammerkling gewesen früher als kleines Kind. Was? Ich war mal ein kleines Kind gewesen früher, das sieht man doch. Und da war ich schon verliebt in dich. Ich kenne dich nämlich von der schönen Postkarte her. Und da war ich dich sehen, Herr Regen. Du warst herrlich gewesen. Das macht mich herrlich zu einer Frau. Oh, tut mir leid, aber ich bin wirklich, guck dich nochmal an, das ist herrlich, wie du aussiehst. Du hast eine wunderbare Ausstrahlung, ein paar Kurven. Du siehst einfach himmlisch aus. Einfach herrlich. Und dann würde ich gerne mal einen Sonntag mit dir bei der Oma zum Kaffee gehen, weißt du? Und dann traue ich mich immer nicht, dich anzusprechen. Wenn ich abends in Nestleer und alleine bin, weißt du? Aus wurde die Jacke fort. Aber du weißt auch, wie du bist. Ich liebe dich halt. Du bist herrlich. Und ich brauche dich. Ich bist doch Assi. Und ich wollte zusammen saufen aufhören. Kannst du glauben, Megan, du bist herrlich. Glaubst mir, glaubst. Ich liebe dich. Doris. Gib mir mal die Kralle. Ich muss dir mal die Zähne putzen. Sag mich mal hier rüber. Kein Problem, aber dann bist du fällig. Was? Warum hast du dich nicht zu deinem Geburtstag eingeladen, ha? Dann bin ich eingeladen. Ja, auf. Da hätte mich doch ruhig gemacht. Ach, hier, da hat doch keine Ahnung, ey. Nicht hier mit Schmut. Wir haben nur keine Platten gemacht. Kalle. Affe. Kalle, warum ist das alles meine Schuld? Ja, hallo, da bist du. Scheiße. Schon wieder hier aus dort. Ich habe doch die roten Flaschen bei dir reingestellt. Und das Ventil aufgedreht. Und das Zeug hat sich schön im Raum verteilt. Na, wie heißt es gleich? Urbanias, genau, weil ich wollte ein bisschen Dachpappe verschweißen. Bei meiner Mutter hat es nämlich immer reingeregnet. Da ist die Flamme aus, da hat der Tüte geklingelt. Und dann ist es explodiert. Ich komme mal jetzt von der anderen Seite, ja? Du Erbsen, du mich fressen. Jo, eine schöne Yacht verstrinne. Mein Leib, ja, ich darf Geschmack der Menge. Ich sehe jetzt Erbsen zu befressen. Das ist auch krass. Schönen Abend, super. Oh, mein Gott,